Willkommen zurück, Reisende. Wir sind wieder bei No Man's Sky. Ich habe uns schon mal an den Standort des Fremden hingeflogen. Das ist ja unsere aktuelle Mission. Die Reise hier. Müssen wir jetzt mal schauen. Ich habe wieder natürlich nur den ungefähren Standort bekommen. Wo wir hin müssen. Super. Hinfliegen geht nicht, weil dann zeigt er uns, wenn wir die 700 fliegen, direkt wieder andere Koordinaten an. Müssen wir mal schauen. Wir brauchen unbedingt Upgrades für den Anzug. Ist ja nicht normal. So. Als erstes scannen wir jetzt das Vieh. Und das da. Und alles ein bisschen Kleingeld. So. Wir sind noch kein Stück näher gekommen. In der letzten Folge haben wir ja uns den Hyperantrieb freischalten können. Mal sehen, was uns jetzt erwartet. Ich hoffe ja, dass wir endlich uns die Anomalie freischalten. Dann können wir uns nämlich neue Sachen kaufen. Unser Exo-Anzug können wir dann in jedem System zweifach upgraden. Und mittlere und große Raffinerie uns alles holen. Was wir alles später brauchen, um uns eine schöne Basis zu bauen. Hier haben wir erstmal ein Board gelernt. So. Oh ja. Oh Gott, läuft mich das Vieh über den Haufen. Dass er den ungefähren Standort so weit weg machen muss. Und wenn wir Glück haben, an dem See da hinten. Seltsam, dass ein Wüstenplanet einen See hat, aber gut, sagen wir mal einen Teich. Ein See ist das vielleicht etwas klein. Super, falsche Taste gedrückt. So, gucken. Wir sind falsch gelaufen. Also nicht an dem Teich. Und die Upgrades wäre besser, wenn wir eins finden in S-Klasse. Müssen wir uns auch keine Naniten erstellen. Echt jetzt? Das ergibt Sinn. Da steht unser Raumschiff und wir sollen zurücklaufen. Ja, lauf da hoch jetzt. Hier ist aber auch nirgends ein Gebäude. Auf dem Planeten ist arschkalt. Ah, da hinten ist es. Das ist doch gut. Wir haben es immerhin schon mal gefunden. Wir sollen nur noch hinkommen. Ab und zu ist das Spiel echt am Haken. Dabei habe ich nur 3% Auslastung. Faszinierend. Online-Spiele halt.
Wir könnten das Raumschiff vielleicht reparieren und verhökern. Gucken, was wir dafür bekommen. Was ist das für eins? Ein B-Klasse Entdecker. 1 Million an 70% kriegen wir beim Schrotthändler. Chromatisch ist nicht wahr. Jetzt muss ich echt eine Raffinerie hier hinstellen. Ja, reicht schon. Jetzt. Wir haben keinen Platz im Inventar. Ja, hier brauche ich keiner. Was zum? Da ist ein Platz. Der will mich auch verscheißern. Munition brauchen wir auch nicht. Ja, wegen dem. Statt dass er das auf den Haufen packt. Nein. Lieber noch einen Platz verschwenden. So, was haben wir bekommen? Minenlaser. Ist für die Waffe jetzt voll unnütz. Was denn, müssen wir dafür alles verschieben? Ob das mal dahin. Ja, haben wir nicht. Müssen wir alles kaufen. Die könnten wir herstellen, aber brauchen wir auch nicht. So, was ist denn hier drin? Das kommt weg. Aniden wären ja gut. Aniden, das ist auch gut. So. Die können wir gebrauchen. Lebenshaltung, super. Damit können wir nicht interagieren. Wo ist jetzt das Schiff da? Also das müssen wir reparieren. Ja. Lass mich das Schiff halt reparieren. Also ein Siegel, damit war. Eines, weil ich ja schon wieder nicht mit war. So, das reine Ferrit stellen wir gleich her. Schilde sind eigentlich unnütz. Eine Metallplatte. Können wir das Siegel herstellen? Ja, können wir. So. Reines Fried 50. Die Schilde sind eigentlich irrelevant. Wir das schnell, dann können wir das verschrotten haben, wieder ein bisschen Kleingeld. Das war ja schon wieder zu viel. So. Pariert. Das schmeißen wir jetzt weg. Jetzt können wir die hier nicht wieder einsammeln. Falsche Taste. So. Das kommt da wieder hin. Können wir den Schrotthaufen starten. So. Ja, Schild braucht kein Mensch. Solange wir jetzt nicht in Asteroiden fliegen, ist das eigentlich egal.
So. Wir können endlich Weltraumanomalie. Ist jetzt aber auch, wir müssen erstmal das Schiff verkaufen. Weil unsere ganzen geborgenen Daten sind natürlich in unserem anderen Schiff. Nicht in dem hier, daher bringt das noch nichts, in die Anomalie zu fliegen, mit den Leuten zu quatschen. Kaufen das hier jetzt? Nee, was denn jetzt? Okay. Das hatte ich aber auch noch nicht. Das Schiff ist orange. Nicht schlecht. Aber das wird verhökert. Oh, das geht wieder nicht. Wir haben keinen Platz im Inventar. Ist nicht wahr. Kommt das hier weg? Das kommt dahin. Dann quatschen wir jetzt irgend so einen dämlichen Viking an. Weil man bekommt nicht das Geld, wenn man ein Schiff verschrottet, sondern Ressourcen, die das Geld wert sind. Die wir dann verkaufen müssen. Hier mal ein Viking anquatschen, beschenken. Wieder ein Platz im Inventar. So. Wieso kann ich das nicht übergeben? Ich hab doch ein Viking durch. Warum kann ich ihm den nicht geben? Schmeiß ich den jetzt weg. So. Vielleicht reicht das schon am Platz. Und danach begeben wir uns endlich in die Anomalie. Ja, super. Bin ja gar nichts. Fünf Plätze. Ist nicht sein Ernst. Oh. Ja, dann kommt das da weg. Ich hab doch fünf Plätze. Aber wie das Spiel einen verarschen will, ne? Oh, das kommt auch weg. Nee, das geht jetzt nicht. Dieses bisschen Geld. So ein Aufwand. Endlich. Ja, ist kein S-Klasse, können wir direkt verkaufen. Das einzige, was lohnt, ist S-Klasse. Das andere können wir verkaufen. So, jetzt verkaufen wir die Teile, die wir gerade bekommen haben. So, das da. Das. Das, das, das. So. Die Eiweißperle können wir auch verkaufen. So. Das sieht doch schon besser aus.
gut möglich, dass wir ihm Anzug haben müssen. Mal sehen. Das passt ja. 15 heben wir auf, damit wir uns neue herstellen können. So. Dann gehen wir jetzt zu unserem Raumschiff. Gucken mal, was hier für Müll steht. Naja. Und dann fliegen wir zur Weltraumanomalie. Die können wir in jedem System dann auch rufen. Das heißt, wir können in unser Heimatsystem. Zwängend heißer Planet. Und da dann auch noch Anzug-Upgrade erstmal holen. Das habe ich ja leicht vergessen. Wir können auch Absprungkapselkoordinaten uns holen. Aber braucht man nicht wirklich. Ja, ein schwachsinniger Händler. So, was hat er im Angebot? Platin. Da wir noch keine größeren Glasgebäude bauen oder einen Frachter haben, brauchen wir das noch nicht. Können so ein Pugneum noch ein bisschen aufwerten. Der will mich ja fast scheißern. Echt jetzt? Ach ja, genau. Auch egal, können wir uns an einem Terminal kaufen. So. Wollen wir da jetzt reingehen? Ganz wichtig. Hier. Netzwerk. Da. Der Multiplayer können wir aktiviert lassen. Nur per Einladung. Niemand. 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 So. Und ab geht's in die Weltraumanomalie. Da das ein Multiplayer-Hub ist, hakt's jedes Mal beim Reinfliegen. Wir sind das Lobby voll. Haha. Wir kriegen eine eigene. Es hakt nicht. Yay. Es hakt doch. Gott, wie ich diese Weltraumanomalie hasse. 4% Auslastung am PC und trotzdem hakt das hier wie Sau. Hier haben wir den Quecksilberhändler. Dazu habe ich auch ein kleines Video gemacht, wie ihr euch ganz einfach alle Gegenstände, die er hier hat, dann nochmal uns angucken, die hier alle, und zwar wirklich alle, holen könnt. Da ich die auf meinem Hauptspiel habe, scheinen die auch hier verfügbar zu sein, was echt cool ist. Kann man nämlich dann schön noch seine Basis gestalten und alles. Wie gibt es dann auch, mal gucken, wo das ist. Das einzige, was ich mir nicht kaufen, also holen, das leere Ei. Damit kriegen wir ein lebendes Schiff später. Da wir ja aber zusammen neu angefangen haben, habe ich noch keine Mission gemacht. Wir haben ja die Weltraumanomalie auch erst gerade freigeschaltet. Und das lebende Schiff werden wir zum späteren Zeitpunkt machen. Die Mission würde an für sich 5 Tage dauern. Achso, was will er denn jetzt eigentlich hier von uns? Aber wenn man seine Uhr einfach umstellt und auf Offline geht, sprich mit den Anwesenden. Ja, werden wir mal machen. Kann man das alles umgehen, dann dauert das nur 1 Stunde. So, alle mal voll quatschen hier. Wir müssen eh zu den beiden oben.
im Kontrollpunkt, also ich lade, was sie hier wollen. Wir sind Reisender. So. Aber da ist eine Kante ans Bein. Die Eule. Von dem hier bekommen wir später, wenn wir unsere erste Weltraumfrachter-Mission gemacht haben. Nicht mit unserem eigenen Frachter, sondern so gesehen abgestürzten Frachter, der im All schwebt, also einen verlassenen. Können wir uns hier einmal die Woche Koordinaten von ihm holen. Brauchen wir auch nur ein einziges Mal. Können die aber auch in der Raumstation kaufen. Oh, 700 Naniden. Und wenn wir eins haben, um einen Frachter zu finden, reicht das vollkommen. Kann man nämlich, wenn man weiß wie, es immer wieder verwenden. Ja, nach wem fragen wir jetzt? Machen wir das mal der Reihe nach. So. Ja, Nada steht hier, Polo steht rechts. Oh Gott, scheiße, habe ich das nicht eben schon gefragt? Okay, gut. So. Sprich mit Polo, machen wir. Dann kriegen wir jetzt mal sehen, die Reisenden oder schwarze Löcher eher nicht. Ich glaube, starten gleich die Atlas-Mission. Oh. Ja, das haben wir doch gerade. Ach nee, echt jetzt. Echt jetzt. Hätte er die Mission uns nicht früher geben können. Dann gucken wir jetzt einfach. Wir müssen ihn echt nochmal anquatschen. Oh. Also wie ihr gesehen habt, geht erst in die Mitte. Ich glaube, das mit der Mission hier schon wieder nicht. Hat doch funktioniert, kannst du mal sehen. So, jetzt holen wir uns die Technologien, weswegen wir eigentlich hier sind. Hier hinten gibt es dann auch ein Portal. Da können wir Community Highlights oder zu unseren eigenen Basen. Hier gibt es die ganzen Händler. Der hier ist für Raumschiff. Braucht man da nicht für. Hier kriegen wir die ganzen Konstruktionssachen, wo wir extra die geborgenen Daten mit haben. Hier Exo-Anzug, das ist gut, also man kann Upgrades freischalten. Wo wir uns die Naniten noch nicht geholt haben, geht das natürlich noch nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ah, hier kostet 5000 und hier? Na, warum in Gottes Namen hat das eben 500 gekostet? Das hier kostet 1000. Okay. Hier gibt es Multiwerkzeug-Upgrades. Hier noch Rezepte, das ist echt gut. Die ganzen Teile brauchen wir nämlich, um uns Gegenstände herzustellen, die Upgrades überhaupt installieren zu können. Am sinnvollsten sind diese hier erstmal. Und dann notgedrungen Atlas-Pass 1 und 2. Den Hyperkern dran zu kommen. Der ist sehr effektiv. Reicht einer, um den Antrieb voll aufzuladen für 5 Sprünge. Jetzt braucht man halt 5 normale Antriebe. Dann gibt es hier noch
Gegenstände, die man dann herstellen kann, wenn man möchte, zum Verkaufen. Die Sachen hier findet die Fregattenmission aber auch ständig, die wir noch nicht haben. Müssen wir mal sehen. Das sind jetzt 500, 1000, 1500, mehr als wir haben. Und hier gibt es noch extra Anzug, also für die Fahrzeuge. Braucht aber kein Mensch. So. Hier gibt es die ganzen Upgrades. Das ist gut. Dann brauchen wir keinen Startantrieb. Treibstoff mehr, lädt sich immer wieder auf. Eine gute Waffe ist der Positronenwerfer und das Inframesser. Und hiermit kommen wir dann in rote Sternsysteme für Emeril. Nein, Entschuldigung, für Cadmium können wir in den roten sammeln. Emeril gibt es in den grünen. Und Indium, das sehr wertvoll ist, was man gut verkaufen kann, baut man sich eine Indium-Farm. Damit können wir zu dem blauen System. Aber unser Raumschiff ist noch ein Schrotthaufen. Also brauchen wir erst Geld für ein besseres Raumschiff. Dann holen wir uns die Upgrades. Alle schalten wir uns frei. Auch wenn wir sie nicht alle benötigen. Aber als erstes hier. Gebäude. Mit ganz viel Erweiterung. Dann gibt es hier Lagerbehälter, können wir uns dann auf Planeten stellen oder später in Frachter. Noch so andere Bauteile, also sehr viel verschiedene, aus verschiedenen Materialien auch. Viel benutzen tue ich immer die Legierungswände. Da braucht man nur Ferritstaub. Den kriegst du von jedem blöden Stein, der rumliegt. Hier kann man noch sich die Pflanzen anbauen und mit den anderen Rezepten von gegenüber Gegenstände herstellen. Die Florabehälter sehen schick aus für eine Basis später. Man sollte sich den kleinen holen und dann direkt den großen freischalten, wenn man Pflanzen anbauen möchte. Aber wir brauchen erstmal den für die Minen. Ein Lager für die Minen, das Versorgungsrohr, den Gasextraktor brauchen wir nicht wirklich. Und ganz wichtig, Strom, wenn wir auf einem Planeten eine Stromquelle finden. Den können wir nehmen, um die elektrischen Leitungen zu verstecken. So. Lampen. Naja, das lassen wir nochmal kurz. Weil hier fehlt noch. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Hier wären die Exo-Fahrzeuge. Ich würde man eigentlich auch freischalten im Spiel. Und wir haben auch gerade unser Paraffinum weggeworfen. So. Hier. Unser eigenen Handelsterminal. Können wir hinstellen, wo wir lustig sind. Das ist ganz wichtig. Die mittlere Raffinerie. Dann können wir Naniten und alles andere herstellen. Die große für... man sich mal hinstellen, wenn man möchte. Er kann Antimaterie herstellen, beziehungsweise Antriebsenergie, aber nutze ich das Ding noch nie. Wenn man Upgrades hat für sein Raumschiff und sich dann den Super Antriebskern herstellt, jedes Mal, der reicht ewig. Man verbraucht bei voll ausgerüstetem Schiff 2-3% Treibstoff nur pro Sprung. Also das reicht ewig. Also ist eigentlich unnötig, der hier. Hier können wir noch Gegenstände, die wir von Tieren töten, das Fleisch bekommen, in Nahrung umwandeln. Wichtig ist hier noch das Flugfeld und dann das billige Flugfeld. Das ist nämlich halt wesentlich billiger. Kurzstreckenteleporter, da müssen wir jetzt mal gucken. Teleportkabel.
So. Sagen wir auch 67. Das hier sind Lichtboxen mit Musik und sowas. Also. Hier bräuchten wir dann das Silber für einen Würfel. Den normalen können wir eigentlich einmal. Die anderen Sachen brauchen wir dafür nicht. Und hier kann man noch eine Biokuppel, falls man Pflanzen anbauen möchte. Das geht hier drin auch, dann braucht man keine Pflanzbehälter. Holen uns immer drei. Den runden, den eckigen. Fundament ist sehr wichtig bei den Räumen. Falls man das Terrain, wenn es nicht gerade ist oder so, das wächst nämlich komischerweise, wachsen auch Berge und Hügel nach in dem Spiel hier. Wurde leider noch nicht geändert. Eine Tür. So. Ist die normale, kostet nicht viel. Eine Treppe für draußen. Ein. So, jetzt die Frage, braucht man eine Leiter für drinnen? Könnte man eigentlich, wir könnten aber auch so eine Treppe. Dann müssen wir uns das hier noch freischalten. Weil man kann die eckigen zum Glück an die anderen bauen. Noch haben wir ja ein paar. Und das noch dazu. So. Wollen wir Wände? Wände später haben. Für einen kann man das mal machen. Korridor. Ein rundes Fundament. So. Ist immer noch die Frage, brauchen wir die Leiter? Wir nehmen erstmal. Wir müssen den Glaskorridor freischalten. Ja, wir nehmen erstmal lieber die Gänge. Dann können wir die Räume wenigstens auch verbinden. So. Das reicht auch erstmal. Vielleicht hier. Die Lagerbehälter, wenn wir zum Frachter, also einen bekommen. Erzählt die anderen aus dem Schiff auch mit. Also wir dürfen nicht noch was kaufen. Jetzt haben wir natürlich Lagerbehälter 0 und 4 gekauft. Und wenn man die Lagerbehälter auf dem Frachter baut oder halt auf einer also auf einer Basis, greift man von überall aus auf dieselben Frachtbehälter zu. Wir müssen uns noch das verbesserte Visier kaufen. Das ist der falsche Händler. Da, das Untersuchungsvisier. Sonst können wir die Rohstoffe nicht finden. Also, wir holen uns das hier. Jetzt wirft er einen aus dem Menü. Ganz witzig. So. Wichtig ist am Anfang dann, wie gesagt, das Untersuchungsvisier. Und dafür brauchen wir, wie man sieht, die Rezepte. Man kann die auch vereinzelt an Raumstationen kaufen, den Resonator und den Quantencomputer. Aber die sind am Anfang halt sehr teuer. Warum soll ich den Gasextraktor lernen? Das werden wir dann anders machen. Da haben wir keine Baupläne mehr für. Jetzt müssen wir mal kurz schauen. So, wir können jetzt den Fortgeschrittenen. Irgendwo. Ah, genau. Die Raffinerie für unterwegs. Das war's. Ernsthaft, wir müssen schon wieder was anderes dafür kaufen. Ich schmeiß dann jedes Mal aus dem Menü. So. Dann brauchen wir nicht uns immer eine Raffinerie hinstellen, wenn wir mal gerade unterwegs sind und was brauchen. Wir werden uns zwar alles so herstellen, aber für den Fall der Fälle. Und wichtig sind dann diese Upgrades.
Erwägungs-Upgrade. Raketenstiefel, ja, die braucht ja schon wieder keiner. Da haben wir keinen Phosphor für. Das Metall können wir herstellen. Dann können wir ein bisschen, ein ganz kleines Stück weiter springen. Also laufen. Aber wichtig wäre erst, wenn wir schneller werden. Sauerstoffumleitung. Warnschutz. Brauchen wir irgendwie noch nicht. Mal schauen. Exoanzug. Ja, das Jetpack, das kann sowieso erstmal dahin. Das kommt dahin. So. Wir müssen unsere Ausdauer nämlich erhöhen. Lebenserhaltungstanks. So. Dann haben wir hier erstmal alles erledigt. Gucken nach den Missionen. Ja, die verschwindet jetzt wieder nicht, weil warum auch? Die Weltraumanomalie untersucht. Da sind wir doch gerade. Nein. So. Nach Hinweisen auf Artemis. Wähle für genaue Anweisung Weltraummissionen. Das mit den Missionen ist auch ein Witz. Viele große Bestandteile. Kaufe Basisbauteile. Haben wir ja nun gerade. Nach Hinweisen. Ah, super. Welchen von denen müssen wir dafür anquatschen? Gibt ja nicht mehr viele. Ah, super. Expedition. So, hier ist noch einer und auf der Treppe noch. Auf der anderen Seite steht noch einer. Mal sehen. Jetzt will er auch noch Geld von uns. Danke, guten Tag, auf Wiedersehen. Ja, fick dich. Wo ist denn jetzt? Ja, das ist doch schon wieder falsch. Da ist die andere Treppe. So, das ist der letzte, der hier steht. Die Katze. Der hat da doch noch was. Oh, die Mission will mich doch schon wieder ärgern. Ja. Ah, Basiscomputer, super. Rechts, wenn wir jetzt ins All fliegen. Das ist ein exotisches Schiff. Oh, kurz speichern. Reicht das vielleicht schon? Ja, uns wird trotzdem nichts angezeigt. Oh. Dann fliegen wir jetzt kurz raus, zünden den Impulsantrieb. Vielleicht kriegen wir dann eine Nachricht. Mal sehen.
Ja, Piraten, buhu, interessiert mich nicht, ich wohne. So. Keine Nachricht. Ja, dann fliegen wir jetzt zur Raumstation, gehen zu unserem System, rufen die Weltraumanomalie. Wir haben keinen Antrieb mehr. Super. Und dann werden wir uns erstmal die beiden Anzug-Upgrades noch schnell holen. Ja, es liegt ernsthaft an der Welt, in der Raumstation hier. Die Piraten interessieren mich nicht. Außerdem ist unsere Bewaffnung sehr schlecht. So. Schwarzes Loch. Gun Monkey. Nein. Ist Portal. Ha, cool. Lass uns dahin, lass uns dahin, lass uns dahin. Schade. Ein Portal. Oh, hier ist noch. Portal 2. Wir nehmen mal lieber das hier. Gucken. Dann hätten wir schon ein Portal, stellen am Basiscomputer hin, dann kommen wir da immer wieder hin. Oder auch nicht. Zum Henker. Hier hat noch einer ein Portal. Wieso kommen wir da jetzt nicht hin? Naja. Ah, Mist. So, wir gehen jetzt zur Raumstation. Holen uns das Anzug-Upgrade. In der Weltraumanomalie auch. Und dann müssen wir in der nächsten Folge mal sehen, was das mit der Mission soll. So. Hoffentlich haben wir uns das hier nicht schon geholt. Wäre jetzt schlecht. Hier haben wir uns das schon gekauft. Aber nicht in der Weltraumanomalie. So. Und wir haben in der Weltraumanomalie auch mit jedem gesprochen. Dann fragen wir am besten einfach nochmal Nada, den Chef von dem Laden hier. Wildcard der Todesmutige. Geiler Name.
So. Natürlich brauchen wir nach oben schon wieder ewig. Als nächstes sollten wir uns vielleicht Naniten herstellen für die ganzen Upgrades. Aber wir müssen uns halt auch die Rezepte holen. Das ist halt sehr wichtig für die Upgrades. Die anderen kann man dann in jeder Raumstation nach S-Modulen Ausschau halten. So. Das wäre erledigt. Gucken wir jetzt mal hier. Warum das mit dieser Artemis-Mission einfach nicht will. Ah. Warum geht das nicht? Wir haben noch mit jedem hier gesprochen. Oh Gott, ich weiß, glaube ich. Ich häng fest. Es gibt hier noch einen Raum, in dem man zwar reinkommt, aber nichts machen kann. Solange man die Mission nicht durchgespielt hat. Das ist es bestimmt. Jetzt mal sehen. Das vielleicht gereicht? Scheint nicht so. Wir könnten auch das hier nicht fertig machen. Weil wir haben uns ja schon Teile gekauft. Und das sagt uns immer, selbst wenn wir alle Teile gekauft haben, zeigt er uns das hier an. Das habe ich mit meinem anderen Spielstand schon. Aber warum geht das hier nicht? Nach Hinweisen auf Artemis. Sucht die Unterstützung der Suche nach Artemis für die Lebensform an Bord der Weltraumanlage nicht sein. Ich habe doch mit allen hier gesprochen. Ist nicht wahr. So. Das mit Artemis werden wir in der nächsten Folge versuchen herauszufinden, warum das nicht funktioniert auf Anhieb. Dann werden wir uns auch Naniten herstellen. Ich hoffe, es funktioniert auch alles immer noch so, wie es soll. Dann können wir uns die ganzen Upgrades holen und unseren Anzug erstmal ein bisschen aufwerten. Es war noch nicht sehr viel, weil uns die Plätze ja noch fehlen, die wir uns mit der Zeit freischalten müssen. Aber für den Anfang schon mal ein bisschen. Gut. Wenn ihr nichts weiter verpassen wollt und gern weiterschauen möchtet, dann abonnieren und liken. Ansonsten willkommen zurück. Eben nach der Aufnahme haben wir ein leeres Ei bekommen. Einfach so. Hier. Damit können wir unser lebendes Schiff holen. Und ein Stase-Gerät, was sich richtig gut verkaufen lässt. Aber trotzdem, bis zum nächsten Mal erstmal.